Na, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Der Nerofjord wurde angesichts der spektakulären Landschaft zum Weltnaturerbe der UNESCO erklärt. Das erklärt natürlich auch die Touristenströme. Selbst jetzt in der Nachsaison ist hier noch einiges los. Wir folgen einem Wegweiser nach Bakka. Es sieht so aus, als wenn die Straße nicht weitergeht. Doch dann entdecken wir einen Tunnel mit einer Ampel, die grün zeigt. Wir fahren zügig durch den einspurigen, 1700 Meter langen Tunnel, kann ja nichts entgegenkommen. Die Ampel zeigte grün. Am Ende des Tunnels steht die Ampel auch auf grün. Merkwürdig. Es eröffnet sich eine wundervolle Landschaft. Wir überwinden die beiden Ponys schadlos und kommen bis zur Kirche von Bakka. Die Kirche ist 1859 erbaut worden. Die steilen Felswände sind bis zu 1700 Meter hoch. Die engste Stelle beträgt nur 250 Meter. Ein Weg führt an der Kirche vorbei zu einer Anlegestelle am Fjord. Von hier bietet sich eine tolle Aussicht. Die Straße endet auf einem Bauernhof und wir kehren um. Wie schön, das Pony steht nicht im Weg. Aber dieses hier rückt nicht von der Stelle. Es hilft kein gutes Zureden, kein frisches Gras, kein energisches Anschieben. Bis wir die rote Stange am Wegesrand entdecken. Die flößt mächtig Respekt ein.